Aber ich muss leider in der Backstube mithelfen. Okay, komm rein. Die hätte mir gerade noch gefehlt mit ihren ewigen Gejammere. Mein Gott, gleich kommen die Kinder und nichts ist fertig. Geh, hol mal den Onkel, der ist in den Stall. Da schau. Gesser feiert Goldene. Zur goldenen Hochzeit gratuliert die Heimatzeitung herzlich den Jubilaren Hedwig Gesser sowie den Ehrenschützenkönig Georg Gesser. Viele Freunde und Bekannte wünschen ein fröhliches Fest. Ja, das wünsche ich mir auch. Jetzt gehst du und holst den Onkel. Jesus! Kadatschi! Du Tante, krieg ich ein Stück. Ja, da musst du schon warten, bis wir Kaffee trinken. Ich weiß überhaupt gar nicht, ob das reicht. Also jetzt geh und hol den Onkel. Ja. Und du willst gar nichts mehr. Na, was ist denn? Hä? Heute kein Appetit? Oje, nicht einmal mehr im Stall ist mir sicher. Ich wollte, der Tag wäre schon vorbei. Bub, merkt dir ein fürs Leben, wird nicht alt. Wen die Götter lieben, den lassen sie früh sterben. Das haben schon die alten Griechen gewusst. Ich bin ja schon 12. Was, schon 12? Stell dir vor, so ein Hund, das wird bloß 2 Jahre alt. Dann legt es keine Eier mehr und kommt in den Suppentopf. Du, ich hab der Tante Eier mitbringen müssen. Leg deine nimmer. Na, eben. Aber ich bring's nicht fertig, ihnen den Hals umzudrehen. Weißt, wenn man selber zu nichts mehr taugt, dann kriegt man so eine Art Mitgefühl. Hm? Gottes Namen kennen wir euch. Ui, ein Geschenk für Tante. Aha. Was ist denn da drin? Das möchtest du jetzt wissen, gell? Es ist etwas, das jede Frau sich wünscht. Und irgendwann kriegt es auch jede. Die eine früher, die andere später. Der Hedwig hat es halt ein bisschen länger dauert. Wie spät haben wir es denn? 5:05. 5:05? Tja, höchste Eisenbahn. Wie ich meinen Sohn, den Herrn Rechtsverdreher, kenne, kommt er auf die Minute pünktlich. Was machst du überhaupt die ganze Zeit im Stall? Am liebsten würde er den ganzen Tag im Stall bleiben. Da drin ist ja ein Narrenhaus. Ja, was? Für mich? Ja, für die Frau, die ein Leben mit mir geteilt hat. Und die dabei immer den kleinen Teil erwischt hat. Das ist so eine Art ausgleichende Gerechtigkeit. Geh schon, Schritt, du kein Unsinn. Du warst mir immer ein lieber Mann. Fast immer. Aber so ein großes Paket, das wäre doch nicht nötig gewesen. Es war bitter nötig. Aber möchtest du es nicht auspacken, bevor die ganze liebe Familie daherkommt? Ja, wenn du meinst. Schorsch! Ja, mei, hast du den Verstand verloren? Ja, aber schon vor 50 Jahren, wie ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Verschwendung. Seitdem du mir das Rauchen abgewöhnt hast und ich nur noch eine Flasche Bier am Tag zugeteilt krieg, da schwimme ich im Geld. Jetzt braucht man bloß noch das Essen austreiben, ja, dann können wir es vielleicht sogar am Farbfernseher leisten. Geh, Schorsch. Der Doktor hat es dir doch verboten, nicht ich. Ja. Ich pass bloß auf, dass du schön brav bist.
Wenn mich so die Frau Staudinger sieht, also die wird Geld vor Neid. Geschosch, doch jetzt nicht, da fehlt doch dann ein Stück. Lass doch bloß auf den Tellerbein, das merkt kein Mensch. Stopp, Bub, nimm auch ein Stück. Danach kommst du nämlich zu kurz. Ach die, du friedliche Stille, die Herrschaften sind da. Oje, dann mach schnell, Schorsch. Zieh deine Jacken an und kenn dich ein bisschen. Schaust dir aus, wie wenn's gerade aus dem Bett kommen wärst. Ja, der hört auf, so eine Schnute zu ziehen. Thomas. Hilf lieber dem anderen tragen. Ich hab Kopfweh. Jetzt lass das Kind in Ruhe. Die Beate kann nichts dafür, dass du schlecht gelaunt bist. Ich schlecht gelaunt? Aha, das ist wohl eine völlige Verkehrung der Tatsachen. Ich fall nicht gleich mit der Tür ins Haus. Der Papa wird sowieso nicht damit einverstanden sein. Ja, das lass mal meine Sorge sein. Mutter! Oh, grüß euch! Na, Gott, gut schaut's aus. Ja? Hat's nicht ganz so rosig gebacken. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Mama. Dank dir schön. Ja, Beate, grüß dich. Mein Gott, ist die gewachsen. Thomas, gib doch der Beate auch die Hand. Weil der ist immer so schüchtern, ein ganz lieber, braver. Wohnt der Thomas jetzt bei euch? Ja, wo denn sonst? Wo seine Mutter arbeitet? Also, kommt's rein. Der Kaffee ist schon fertig. So, Vater, auch dir unseren herzlichsten Glückwunsch. Danke, danke. Obwohl, ich kann nichts dafür. Wenn es nach den Herrn Doktoren gegangen wäre, dann wäre ich schon 10 Jahre unter der Erde. Oh, Papa, du wärst doch 100 Jahre alt. Okay. Ich werde so die eiserne Hochzeit feiern. Ja. Da, Mama, ist für dich. Oh, danke schön. Danke. Und die Beate, ganz die Mama. So, Beate, jetzt nimm mal die Kanne und schenk ein, weil sie verschützt immer so viel. Ich hab Kopfweh. Ach so, du fängst ja schon früh an. Das Autofahren strengt halt immer so an, das mache ich dann schon. Jetzt setz ich erst mal hin. Mama, das ist dein Geschenk. Oh, danke schön. Oje. Na, die hast du dir doch immer gewünscht, Mutter. Ja. Ja, die ist noch wie neu und ich brauch's nicht mehr. Und da haben wir uns gedacht, das wäre doch was für dich. Ja, danke. Und ich kann wieder das Rauchen anfangen. Vater, was soll denn das jetzt? Du, das hat alles einen tiefen Sinn, den verstehst du bloß nicht. Ja, ich danke euch jedenfalls sehr herzlich. Jetzt setzen wir uns aber hin und trinken erst einmal einen Kaffee. Ja. Ich habe auch einen Datschi gemacht. Den isst du immer so gern. Du, nimm die oberen Stückchen, weil die unteren sind ein bisschen schwarz geworden. Ja, das macht nichts, gib her. So. Für dich den größten. So. Und für den Vater habe ich ein ganz besonderes Geschenk. Nachher, Eugen, nachher. Warum denn? Na wirklich, Vater. Einmal muss es ja sein. Hat doch gar keinen Sinn, dass wir da lang drum herum reden. Also, ihr zwei habt auf dem Hof ein Leben lang geschuftet. So lange, bis es nicht mehr ging. Mutter hat Arthritis. Vater kann schon lange nicht mehr. Kurzum, ich habe einen Käufer für den Hof. Na, jetzt sag nichts, hört ihr das erst an. 500.000 Mark bieten die. Mann, Josef. Ja, und ein Apartment für euch, solange ihr lebt. Ja, auf Leibrente sozusagen. Was, die planen das so einen Apartmentkomplex wie in Burgstetten. Ich hätte die Verwaltung. Na, so eine Chance kommt nie wieder. Jetzt liegt alles bei euch. Komm, Vater, jetzt sag was. Ich muss in den Stall. Na, diesmal nicht. Du kannst nicht jedes Mal in den Stall gehen, wenn du eine Entscheidung aus dem Weg gehen willst. Wo soll ich sonst gehen? Geschorsch, der Eugen meint's doch gut. Ja, fragt sich bloß für wen. Also, Papa, das ist wirklich nicht nett. Wir machen uns doch Sorgen um euch. Und wenn einmal irgendwas passiert, was dann? Ja, was soll denn passieren? Jetzt will ich euch einmal was sagen, aber hör's mal gut zu, ich sag's nur einmal. Die Hedwig und ich. Wir haben immer sehr gut für uns allein sorgen können und sorgen müssen. Weil wenn wir wirklich einen braucht hätten, dann war ja keiner da. Der Herr Sohn hat ja Doktor studieren müssen in der Stadt. Bauer auf dem Land, das war ihm ja nicht gut genug. Jetzt lasst uns unseren Seelenfrieden, gell? Und wenn's wegfahrt, dann seid so nett, hupt's mit der Hupen, dass ich weiß, dass ich wieder rein kann in die Stuben. Nein, komm, komm, so einfach geht es nicht, gell? Die Vorverträge sind so gut wie abgeschlossen und die Mutter hat ja auch noch was mitzubestimmen. Und notfalls reicht es auch. Gell? Weil du bist ja immer ganz richtig im Kopf. Ein Tascher her! Sauber hast du es eingefädelt. Mich entmündigen lassen für deppert erklären. Ha? Geschorsch, reg dich doch nicht auf. Vielleicht ist das wirklich das Beste. Was, du auch?
Geh, Beate, jetzt such den Thomas. Ihr könnt sowas spielen. Ich mag nicht, ich hab Kopfweh. Beate! Als dein Sohn und als Rechtsanwalt bleibt mir gar nichts anderes übrig. So wie du dich aufhörst in den letzten Jahren. Aus dem Gemeinderat hat man dich entfernen müssen. Wenn die Hornochsen Hallenschwimmbad haben müssen. Verhaftet haben sie dich wegen Landfriedensbruch. Das war eine Bürgerinitiative. Ein Oberlehrer haben sie auch verhaftet. Aber dich haben sie in die Psychiatrische gesteckt, weil du gedroht hast, die Brücke in die Luft zu jagen. Ja, die Idioten. Umgehungsstraße bauen durchs schönste Tal. Die Welt ist verrückt, nicht ich. Ja, immer sind die anderen schuld. Immer die anderen. Ich und die Mutter und das ganze Dorf. Na, Vater, bleibt mir keine andere Wahl. Dann muss ich dich eben zu deinem Glück zwingen. Als dein Sohn kann ich ja sowieso auf die Auszahlung von meinem Erbteil klagen. Ah ja, klagen. Tja, Frau, jetzt muss ich meine letzte Ass aus dem Ärmel ziehen, wenn der Herr Sohn schon meint, er hat alle Trümpfe in der Hand. Geh, Schorsch, was redst denn doch, jetzt? Doch. Es geht um sein oder nicht sein. Und bevor mir der Herr Rechtsvertreter das Dach über den Kopf und meinen Seelenfrieden wegspitzfindisiert, soll er lieber der nackten Wahrheit ins Gesicht sehen. Was soll denn jetzt das schon wieder heißen, ha? Mutter, was meint er denn? Geh, Schorsch, das kann man doch alles in gutem Einvernehmen regeln, schau. Sag jetzt nichts, was dir nachher vielleicht leid tut. Im Gegenteil, mit dem größten Vergnügen unter diesen Umständen. Geschorsch, an unserem heutigen goldenen Hochzeitstag. Die lass doch jetzt die Zigarren. Lieber rauchen und husten, als nicht rauchen und trotzdem husten. Geh, Mutter, lass ihn doch, der weiß doch nicht mehr, was er redet. Siehst du das? Ich hab schon einen Paragraph, ich kann machen, was ich will, mir kann keiner. Also. Jetzt pass mal auf, mein Sohn. Schon in die 30er Jahre, da haben sie mich eingezogen nach München in die schwere Reiterkaserne. Und da habe ich mehrere Kinder gelernt. 18 Jahre. Hedwig hat es geheißen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ja, und dann haben wir heiraten wollen. Und dann haben sie mich an die Front versetzt, nach Polen. Aber ich sehe den Brief noch, den ich gekriegt habe von ihr. Die Tinten war ganz verwaschen mit Tränen. Sie kriegt ein Kind. Das hätte man machen sollen. Sie hat keine Leib mehr gehabt, habe ich es zu meinen Eltern geschickt. Ja, und damit es im Dorf kein Gerede gibt, haben wir gesagt, wir hätten heimlich geheiratet. Wir hätten. Verstehst? Ja, und würde ich dann 45 wieder kommen bin, da war es zum Heiraten zu spät. Soll das heißen, willst du damit sagen, dass, genau. dass ich... Bei dir ist nur der Doktor echt und der Eugen. Der Gessert ist rein hypothetisch. Ich bin ein uneheliches Kind. Ja, so kann man es auch nennen, ja. Herr Eugen, das ist ja entsetzlich. Wie heiße ich denn dann? Rein juristisch bist du eine Frau Franticek. Das ist nämlich der Mädchenname von deiner Fräulein Schwiegermutter. Geh, Thomas, zeig doch der Beate Bulldog von, ja? Ja, gern. Komm. Ja. So ist es. Mein ganzes Leben habe ich darunter gelitten, Eugen. Glaub es mir. Magst du noch vielleicht ein Stückchen Kuchen? Franticek. Dr. Franticek. Das ist ja ein Skandal. Name ist Schall und Rauch. Es gäbe allerdings schon noch eine Möglichkeit. Ja? Und die wäre? Ja, das kommt aber ganz allein auf dein Fräulein Schwiegermutter an. Auf mich? Falls du, wenn ich um deine Hand anhalten tät, ja, sagen das. Aber sei vorsichtig, ich bin immer der Jüngste und ich habe auch schon meine Mucken. Okay, Schorsch. Da wäre ja die erste Frau, die am goldenen Hochzeitstag einen Heiratsantrag kriegt. Also, was ist, ja oder nein? Ja, geht denn das überhaupt? Was täten denn da Leute sagen? Keine Sorge, Mutter, die ganze Angelegenheit kann ich diskret in München arrangieren. Seine reine Formalität. Jetzt habe ich auch Kopfweh. Ja, also, Moment. Bei der Formalität ist noch ein kleiner Haken dran. Das frisch vermählte Ehepaar möchte nämlich seine Flitterwochen zu Hause auf seinem Hof verbringen. Solange wir leben.
Das versteht sich doch von selber, Herr Gesser. Ja, so gefallen Sie mir schon viel besser, Herr Dr. Fraticek. Und wenn du brav bist, könnte ich mir vielleicht sogar eine Adoption vorstellen. Oh nein. Oh doch? Diskret, versteht sich. Und das mir. Du bist ein ganz gerissener Hund, weißt du das? Ja, von irgendjemand muss das ja haben, ne? Also von mir nicht. Nein, aber von mir. Kommen Sie, mein Fräulein, wenn es auch keine goldene Hochzeit ist. Goldene Verlobung ist ja ganz was Rares. Darf ich bitten, Frau Fraticek? Ohne uns können die sowieso nicht abfliegen, also kümmert die jetzt nicht. Sondern kümmert die um die Bertha auf, vergiss nicht, die muss zum Arzt, sonst kriegst du die Mazitis. Ja, da braucht es länger als drei Wochen, bis der sich den Ruf und den schaffen kann. Also Mama, pfiat dich gut und pass auf mit der Sonne. Ultraviolette Strahlung, das nur so knallt. Ultraviolett? Mei, oh mei. Paul, meinst du nicht, wir sollten dir aber nur... Nix da, wer A sagt, muss auch B sagen. So schnell kommen wir und so billig geht nach Teneriffa. So, und jetzt geh, Bub, fahr doch heim bis zum Mecken, sowieso schon spät. Ja, also, Mama, pfiat dich. Also, pfiat. Und du sauf nicht so viel. Paul, fliegen die alle mit uns? Ja, ich denke schon, so ein modernes Flugzeug passen ja hunderte von Leuten ein. So viel wie in unser Bierzelt auf der Kirche, Olawei. Hast du die Fahrkarte? Ja, da. Ja, lass Stecker, bis wir dran kommen. Ja, ist sowieso der halbe Urlaub vorbei. Hey, Sie? Ja? Fliegen Sie auch nach Teneriffa? Ja, leider. Alles andere ist ja ausgebucht. Was denn leider? Da sollen Sie doch einen ewigen Frühling haben. Ja, eben, aber keinen Sommer. Ich habe Tunis gebucht und bin auf Teneriffa gelandet. Overbooking. Aber was? Booking. Die belegen die Sitze etwas über, weil die meisten abspringen, kurz vorher. Was, vom Flugzeug abspringen? Aber nein, von ihren Reiseplänen. Ach, jetzt muss ich mir aber mal die Nase pudern. Halten Sie mir mein Plätzchen frei? Ja, ja. Passen Sie bitte auf meine Sachen auf. Ja, ja. Du, Paul, was hat die jetzt gesagt? Ja, nix. Bloß, dass wir vielleicht nicht da landen, wo wir hinwollen. Ja, wo dann? In Overbooking. Kennst du das? Nein. Paul, ich möchte wieder heim. Nein. Wenn ich aber möchte. Das ist mir wurscht. Jetzt glaubst du mal, wenn du nicht verreisen willst, warum machst du dann das damische Rätsel in der Fernsehzeitung und gewinnst dann noch den ersten Preis? Ja, wer denkt doch schon, dass man gewinnt? Und noch dazu eine Traumreise. Ja, für zwei Personen. Und ich, alter Depp, muss auf meine alten Tage eine Traumreise machen. Ich Glückspilz. Aber wenn ich nicht will und du auch nicht, warum gängen wir dann überhaupt? Warum? Aus Prinzip darum. Gewonnen ist gewonnen. Jetzt kriegen wir einmal im Leben einmal was geschenkt. Da lass ich nicht aus, nein, war ja nur schön. Ich möchte keinen Urlaub. Daheim gefällt's mir halt am besten. Paul, bitte, ich hab Angst. Ich bin doch bei dir. Aber wenn das Flugzeug abstürzt. Da fliegst du eher 100-mal vom Heuschuber runter als wir einmal vom Himmel. Herr Kraut, haben Sie es im Fernsehen gebracht. Da haben Sie notlanden müssen auf einem Schaumbrett. Schaumbett heißt das. Und statistisch geschenkt passiert sowas alle 127 Millionen Flugkilometer. Wir sind ja mit dem Teufel zugehen, wenn wir ausgerechnet auf dem 127 Millionen Flugkilometer drauf sitzen. Dann, aber oder? Wenn? Aber wenn, aber wenn. Wenn wir Traumreise gewonnen und kein Absturz. Also. I'll probably do set ein Auto nach New York, Ausgang 7. Die Voucher weiß, wie sehr 100 to New York, Gate 7.
Da sind Sie ja wieder. Ja, danke fürs Aufpassen. Ja, bitteschön. Eine Unverschämtheit, das. Wissen Sie, was hier ein Kaffee kostet? Na? 3,50 Mark. Dafür kann ich mir ja die Bohnen aus Kolumbien einfliegen lassen. Halten Sie mal. Ja, ich möchte mir die Lippen nachziehen. Sie, Madame, Sie sind dran. Ach, also dann bis Teneriffa. Ja. Paul, liebst du mich noch? Ja, schon. Warum? Ich meine nur, ob du mich noch liebst. Ja, war ich sonst da? Was glaubst du, für wen ich das alles auf mich nehme? Für mich? Für mich? Ja, natürlich. Ach, dann ist's gut. Ich hab schon gemeint, es hätte dir eine Freude machen. Aber wegen mir brauchst du nicht in Urlaub, gell, Paul? Und wenn du mich lieb hast wie früher, dann gehst du jetzt mit mir heim. Bitte. Also gut, Traumreise, ade. Aber das eine sage ich dir. Heim geht's nicht. Nicht? Ja, ja, wohin dann? Jetzt setz dich da her. Lass mich nur machen. Gib mir mal die Fahrscheine her. So, komm gleich wieder. Letzte Laufbus für 714 nach Düsseldorf, Ausgang 10. Last go für 714 to Düsseldorf, geht dann. So, und hier haben Sie eine Bestätigung für Ihre Fernsehzeitung. Ja. Ich nehme an, die werden Ihnen den Betrag schon ersetzen. Ja, das hoffe ich. Danke. Bitte. Wiederschauen. Wiederschauen. So, jetzt kommen wir. Auf geht's, Frau Dagelfinger. Es gibt eine Traumreise, aber nach Hause machen Art. Ich kann mir keine Sekunde aus den Augen lassen. Schon bandelt's mit dem Mannsbild an. Paul, das ist ein ganz armer Mensch. So jung und der Hörgerät auf beide Ohren. Okay. Also, wenn wir uns jetzt beeilen, können wir zum Mittagessen schon da sein. Wo? Oh. Das wirst du dann schon sehen. Die Heimat ruft. So, bitteschön, der Herr. Wo stimmt da? Dankeschön. Sind Sie frei? Ja, freilich, immer. Ja, bitteschön. Bitteschön. So, die Herrschaften, wo sollst du denn hingehen? Was kostet nach Unterzauching? Aber, Sie, das sind ja mindestens 150 Kilometer. Sagen wir 120 für Sie, wenn es schnell geht. Gebunkt. Ja, und sind Sie nett, such uns doch eine schöne Musik. Was fürs Herz, wissen Sie, wir sind in Urlaub. Bitte sehr, ist recht so. Genau. Jetzt ist nichts mehr heim. Gut und gern 80. Immer diese Bahnlacke. Vorsichtig, keine Beleidigung bitte. Gell, wenn ich bitten darf. Ist schon gut, ich meine ja bloß. Meinen's nicht, fahren's. Ja. Ich hab glaubt, Sie sind in Teneriffa. Ja. So, einmal. Ja. Zweimal. Stimmt das so? Dankeschön. Und ein schöner Urlaub, gell? Bitte sehr, dankeschön. Bitte sehr, Frau Dagelfinger.
Jetzt pass auf. Grüß Gott. Grüß Gott. Wo ist Paul, du? Ich hab glaubt, du bist längst in Teneriffa. Teneriffa? Teneriffa ist da, wo ich bin. Und jetzt kriegen wir die König Ludwigs mit der Vollpension mit Frühstück ans Bett. Hast du mich? Die König Ludwig? Du, die ist fein nicht billig. Das weiß ich schon. Frühsaison, Vollpension. Und wenn's meinst, kannst du da Vorauskasse haben. Hoppla, so kenne ich dich ja gar nicht. Ja, ich mich auch nicht. Aber eins sag ich dir, zu keinem Menschen kein Wort im ganzen Dorf. Verstehst du mich? Inkognito sind wir da. Inkognito, verstehe. Warum? Wenn die wissen dann, dass wir da sind, müssen wir Enkel hüten und Steuer ausmisten. Verstehst? Aber wir sind in Urlaub. Gell, Sigrid? Jawohl. Und nicht zu knapp, gell? Ich verstehe. Also, wenn wir die Herrschaften folgen wollen, Hermann, drapp die Koffern auf die König Ludwigswit. Bitteschön, die Herrschaften, wir noch. So, bitteschön. Bitteschön, auch schön. So. Meine Herrschaften, mit allen Schikanen, gell? Und fließend warm und kalt. Und ein Blick auf unser einzigartiges Panorama. Ja, ja, den kenne ich schon. Aber was ihr jetzt braucht zum Einstimmen in den Urlaub, eine Flasche Shampoos, was meinst du, Frau? Wenn's meinst? Ich mein. Shampoos, der kommt sofort. Aber nicht im Grummer Gangkübel, sondern in einem Silbern. Für den Herrn Dackelfinger. Hm. Wir sind schon zwei Glückspilz, gell? Moment. Herr Schlurgen, also der Nickel ist ein ganz Schlimmer. Was sagst du denn dazu? Das ist noch gar nichts. Aber sein Vater, den wünscht keiner das. Weißt du, was mit dir kommt? Nein, ich komme aus Dinger. Und das ist keine schöne Vorstellung. Jetzt hast du wieder recht, bloß. Den ich nie auf dem Mächte haben. Kommst spät und trinkst seelenruhiger Bier. Oh, ist gut für die Stimmbänder. Nichts schmiert die so gut, als wenn ein Bier vom Fass. Röslein, Röslein, Röslein. Aube. Ja, so ist es. Nichts geht mehr. Früher, da hätte ich einen Karusa und wachsen. Und jetzt soll ich nicht einmal mehr so wie gehen. Ja, ja. Es ist halt alles nicht mehr das. Wir können halt zum alten Eisen, Albert. Ja, schon. Aber dass wir die Stimmbänder einrosten, wo ich mein ganzes Leben lang keinen Tropfen Wasser an sie abhinkommen lassen. Der Clemens, wenn's wüsste, er hätte mich schon längst aus der Harmonie ausgeschmissen. Ja, ja. Hört er das nicht? Mimikry heißt man das, Imitationskunst, gell, da schreibst du. Mimikry? Ja, so steht's in Hellerbrunn, im Tierpark. Der Clemens meint, ich bin der Bariton, dabei bin ich ein Chamäleon. Aber nicht weiter so, gell. Ja, was hätte ich denn machen sollen? Stell dir mal vor, kein Freibier mehr, keine Hochzeiten mehr, kein Schützenverband mehr, kein Feuerwehrball mehr und keine Beerdigungen mehr. Ja. Das darfst nicht überleben. Ein Leben ohne Freibier. Du sagst es überdeutlich so und jetzt hinein ins Vergnügen. Halt, halt, halt. Der Notenbierchen. Ah ja. Bitteschön.
du Chamäleon, du Hinterfotzix. Brot geht vor Kunst, oder? Oder Bier vor Kunst. Ja, ja, jetzt hört schon mal auf zu maulen. Ruhe, sage ich. Ruhe. Wird höchste Zeit, meine Herren, dass wir mal was Neues einstudieren. Das alte Klump hängt doch den Leuten schon kilometerlang zu den Ohren raus, oder? Ja, was ist denn das überhaupt? Was? Deckt mich die kühle Erde, so ein Schmarrn. Du, das ist kein Schmarrn, Oswald, sondern von mir. Für die Beerdigung am kommenden Sonntag, nicht? da schau her, der Albert. Schön, dass du auch einmal vorbeischaust. Du, so geht das fein nicht. Punkt 5 beginnt die Probe, nicht um Viertel nach. Disziplin, meine Herren. Disziplin ist das halbe Leben. Ja, du hast leicht reden, du hast ja keine Rindviecher im Stall. Rindviecher schon, aber die Rindviecher auf der Schulbank, die braucht er nicht melken. Ja, lacht's ihr nur, mein Lieber. Aber euch wird das Lachen schon noch vergehen am Sonntag. Wenn das Fernsehen kommt zur Beerdigung und ihr blamiert euch bis auf die Knochen. Wieso Fernsehen? Wieso Fernsehen? Du, der Herr Pfarrer hat mich ausdrücklich gewarnt. Wir können doch am offenen Grab für den Herrn Landtagsabgeordneten schließlich nicht in Münkenstedt ein Hofbräuhaus singen, oder? Ja, obwohl ich glaube, da ist öfter gesessen als wie im Landtag. Ruhe, Ruhe, sag ich. Das mag ja sein. Aber Demortius nihil nisi bene. Was hat er gesagt? Ja, das ist Latein und heißt, den Toten soll man nichts Schlechtes nachreden. Respektive singen. Also, gehen wir's an, meine Herren. Andante con moto, getragen mit Bewegung. Halt. Also, 1, 2, 3. Ja, was ist denn, meine Herren? Habt ihr eure Stimme verloren? Warum singen wir denn nicht was wir schon können? Im schönsten Wiesengrund oder sowas. Nun, Ade, du meinst Heimatland. Was darf ich noch drauf? Ruhe, Ruhe, sag ich. Wer ist denn hier überhaupt der Chorleiter, wenn ich fragen darf? Hä? Ich! Also, wenn ich nicht wäre, Oswald, wäre doch die Harmonia schon längst untergegangen, und zwar sang und klang. Na was? Schluss jetzt mit der Meuterei! Was habt's denn überhaupt? Das ist sowieso ein ganz einfaches Lied, alles unisono, bis auf den Refrain. Klingt es von den Matten, Tod, wo ist dein Schatten? Halt es von den Bergen, jedermann muss stocke weiterkommen. Da trat sich Dr. Landrat schon im Sarg rum, bevor sie überhaupt eingeräumt haben. Ja, du hast es nötig, Albert. Ausgerechnet du. Aber bitte, wie ihr wollt, dann eben nicht. Ich wollte nur mal beweisen, dass die Harmonia nicht nur eine Drehorgel ist, die man das gleiche Lied herunterorgelt, sondern ein moderner, lebendiger Klangkörper, nicht? Okay, jetzt hörst du aber auf, Clemens, moderner Klangkörper. Geh, schau's doch an. Schauen wir vielleicht so aus, als ob auch nur einer von unserem modernen Klangkörper hätte. Wir mit unseren Lederhosen. Das ist alles eine Auffassungssache, meine Herren. Schaut euch einmal die Wolga an. Oder die Odelgräner. Ja, die singen mitunter sogar mal einen Schönberg oder einen Hindi mit. Aber ihr seid über den Brunnen vor dem Tore noch nie hinausgekommen. Freilich, aber da draußen, meine Herren, da draußen, da wartet eine ganze musikalische Welt. Von der ihr keine blasse Ahnung habt. Du bist doch Chorleiter und kein Reiseleiter. Und uns gefällt's am besten daheim. Ja. Ja, ist schon gut. Also von mir aus zum zigtausendsten Mal. Ade, du mein lieb Heimatland. Oh. Es ist 17:30. Nichts, Oswald, jetzt wird gesungen, gesungen, gesungen. Die Pause findet heute später statt. Also, gehen wir's an. Ja. Mi, 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 la, la, ade. Also, 1, 2, 3 und... Nun ade, du mein lieb Heimatland, lieb Heimatland, ade. Ja, ja, halt, halt! Verhalten, meine Herren, verhalten. Das ist doch ein wehmütiges Abschiedslied, nicht ade, sagt jetzt schon der Name. Brüllst du nicht so. Besonders du, Albert. Lautstärke ersetzt kein Gefühl. Das musst du merken. Du kriegst ja noch einen Herzinfarkt, so einen roten Kopf hat's auf, nicht? Also, und bitte sauber singen. Noch einmal von vorne, diesmal der Bariton alleine. Die anderen brauchen nicht mitsingen, gell? Haben wir's? Bariton alleine. 1, 2, 3. Und? Nun ade, du mein lieb Heimatland, lieb Heimatland. Halt. Oswald, Oswald, da war was. Was ein Fies musst du singen. Lieb, Fies, Fies, lieb. Ja, ja, gut, genau so. Also, Bariton alleine, wie gesagt, noch einmal von vorne. 1, 2, 3 und... Nun ade, du mein lieb Heimatland, lieb Heimatland, ade. Nun ade.
Ja, sowas. Der Albert. Wer hätte sowas denkt? Immer das große Mal, wenn es ums Drumherum reden geht, gell? Aber beim Singen nichts wie heiße Luft. Ja, also, meine Herren, ich glaube, wir sind uns einig, ein Bariton, der nicht singen kann, hat bei der Harmonia nichts mehr verloren. Das tut mir leid, Albert. Aber da ist nichts zu machen, das steht in den Statuten. Albert, jetzt sag was. Was soll ich sagen? Es geht halt nicht mehr. Jedenfalls danke ich dir und dem Herbert, dass Sie all die Jahre doppelt für mich mitgesungen haben. Das ist doch klar. Die ganzen Jahre? Ja, sag einmal, wie lange schon hast du uns alle und die Kameraden hier so im Fern betrogen? Na ja, also, beim Gründungsfest, nicht? Das wollte ich nicht auslassen, weil ich ja sozusagen ein Gründungsmitglied bin. Und das hat ja keiner gemerkt, außer Oswald und dann Herbert. Und die haben für mich mitgesungen. Und weil es sonst keiner gemerkt hat, habe ich halt weitergesungen. Beziehungsweise imitiert. Ja, schau, also, die Harmonia und die Kameraden. Was war ich denn ohne euch, nicht? Ja, mein Albert, das tut mir leid, aber wir müssen alle mal ausscheiden. Und scheiden tut halt einmal weh. Moment mal, Clemens, nicht ganz so schnell, gell? Also, Kameraden, ich finde, wir sollten abstimmen. Genau. Was heißt denn da abstimmen? Das steht alles fein säuberlich in den Statuten. Du, wo kommen wir denn da hin, wenn wir für jeden eine Extrawurst machen? Das, von wem sind denn die Statuten? Vom lieben Gott vielleicht? Von uns sind's doch. Und wenn wir alle der einhelligen Meinung sind, dass wir den Albert brauchen, schon rein optisch, und wenn ohne den Albert die Harmonia bloß noch ein Chor und kein Verein von Freunden und Gleichgesinnten mehr ist, dann muss man eben die Statuten ändern. Jawohl! Ruhe! Ruhe, sag ich! Also, das ist ja nicht zu fassen. Könnt ihr mir vielleicht sagen, was ein Chormitglied bei einem Chor soll, dass ich mehr singen kann? Ha? Ein Chorkameraden ist heute halt einmal darauf angewiesen, dass er aus Singen besteht. Oder ein Kaninchenzüchterverein besteht aus Kaninchenzüchtern, nicht wahr? Ein Skatverein aus Skatbrüdern, ein Kegelclub aus Kegelbrüdern, ein Feuerwehr aus Feuerwehrmännern. Ist doch logisch, oder? Mit einem Unterschied, Clemens. Ein Chor besteht nicht nur aus Sängern. Sondern? Ein Chor hat auch einen Chorleiter und der muss nicht singen. Der fuhrwerkt nur mit seinen Händen in der Luft rum. Oswald, wie soll ich das verstehen? Ganz einfach. Wenn der Albert nicht mehr singen kann und wir ohne den Albert nicht mehr singen wollen, dann kann er doch immer noch unseren Dirigenten mimen. Oh, was meinst du, Albert? Ja, solange ich die Hände noch hochbringe, schon. Der Albert, ein Dirigent. Geh, komm, komm, Oswald. Du musst ja nur lachen. Der Albert kann doch eine G-Dur von einer A-Dur nicht einmal unterscheiden, oder? Ja, das macht doch nichts. Wir singen doch sowieso alles in der niedrigsten Tonart, weil wir alle nicht mehr so hoch kommen. Ja, leider, leider. Also, Kameraden, was meinst du? Der Clemens soll einen Bariton machen, anstatt vom Albert. Und der Albert macht unseren Dirigenten. Wer dafür ist, soll die Hand heben. Sauber. Sauber. Ich hab geglaubt, ihr seid meine Freunde. Jetzt sei nicht beleidigt, Clemens. Schau, ein Mehrheitsbeschluss ist eben verbindlich. So steht's in die Statuten. Und außerdem kannst du doch unseren Schriftführer machen. Und da kannst du dann komponieren, so viel du willst. Albert, komm. So. Geh weiter. So. Danke. Bitte. Also, ich danke euch schön für das Vertrauen. Es treibt einem fast das Wasser in die Augen. Ihr komischer Klangkörper, ihr komischer. Ja. Na. Ich schreite jetzt zu meiner ersten Amtshandlung als Chorleiter. Eine Viertelstunde Pause. Jetzt geh weiter, Clemens. Die paar Jahre muss man heute halt noch gönnen. Ne? Das ist der Untergang, Albert. Ein Klangkörper ohne musikalischer Kopf. Lieber ein Klangkörper ohne Kopf als ein Klangkörper ohne Herz. Weil singen tut man mit dem Herzen. Verstehst? Stimmt, und jetzt trinken wir Bier, jetzt sollte man es. Geh weiter. Also, na, Prost. Prost. Was ist mit dem Alter. 2, 3. Die Sonne geht am Morgen.
Meinst du wirklich? Ja, Trudi. Es hat geläutet. Ja, wenn du schon gehört hast, warum machst du denn da nicht selber auf? Weil ich mich gerade hingesetzt hab. So, hingesetzt hast du? Du sitzt ja alle weit, von in der Früh bis auf Nacht. Ein bisschen Bewegung tät dir nicht schaden. Ich hab mich lang genug bewegt. 40 Jahre lang hab ich mich bewegt. Jetzt sollen wir die anderen ein bisschen umeinander rennen. Komm, jetzt mach auf. Vielleicht ist ein Patient, kann sein ein Notfall. Ne? Das ist ein Notfall, da werden sie ausgerechnet zu so einem ausrangierten Landarzt kommen. Na bitte, geh halt. Das Essen kann ja warten. Ne? Es ist eh schon nach 7. Um 7 Uhr wird gegessen. Das hätte es bei meiner Anna nicht gegeben. Ja, ja, die Anna. Ich bin eben nur deine Schwester. Und da wird um 7:30 gegessen. Wirst du nicht verhungern. Was ist denn? Wer ist denn kommen? Hermine, jetzt sag schon was. Schau hier. Ein Kinderl. Ja, und was für ein herziges. Auf der Treppe missging, also beinahe wäre ich drauf da. Heiliger Strohsack. Und das mir auf der Treppe muss gesagt. Ja. Und allein. Die Mutterseelen allein. Ach, ist sie nicht ein Goldschatzel. So blaue Augen hat's. Ja, das haben sie alle am Anfang. Das soll man doch nicht für möglich halten, einen Findling, mir einen Findling vor die Tür zu legen, wo ich mich ein ganzes Leben lang sorgfältig bemüht habe, selber keins von diesen Schreihälsen zu kriegen. Ja, und was jetzt? Polizei? Da tut nix da, Polizei. Böse Kinder kamen auf der Welt und schon vorbestraft. Ja, ja, was denn sonst? Du glaubst doch nicht, dass ich... Nein, nein und dreimal nein. Schau, jetzt lachst. Ja, und dann noch schreit's, das kenne ich schon. Gib mal her. Vorsichtig, tust dir ja weh. Das fehlt noch, dass ich mir von einer alten Jungfer sagen lassen muss, wie man einen Säugling auf den Arm nimmt. Ich habe schließlich 3417 Entbindungen hinter mir. Komm, jetzt gib schon her. So. Obacht. Ja. Oha. So knapp ein 9-Pfünder. Na, Bubi, so hast du dein Leben wohl auch nicht vorgestellt. Bubi, das ist doch ein Mädel. Das sieht doch ein jeder. Ja, jeder vielleicht schon, aber ich nicht. Das werden wir gleich haben. Da gibt es nämlich eine idiotensichere Methode, das festzustellen. Duften kurz gerade nicht wie eine junge Dame. Das ist schon eher ein knabenhafter Gestank. Komm, Hermine, bring mal Wasser und ein Handtuch. Windeln haben wir keine da, gell? Ja, dann hol ich eine Serviette da aus der Kommode. Was die da Masse-Serviette? Mit Monogramm? Ja, mit Monogramm. Wird Zeit, dass einmal was Gescheites reinkommt. So, und wir machen die erste Untersuchung. Check-up, heißt man das heute. Aha. Das ist normal. Herztöne regelmäßig. Ja, und gähnen, ja. Augen in Ordnung. Stoffwechsel gut bis fantastisch. Hermine, wo bleibst du denn? Ich komm ja schon. Na, wie gut, dass ich gerade heute noch eine Milch geholt habe. Als hätte ich's geahnt. Ja, ja, du mit deinen Ahnungen. Du ahnst mir noch mal die Pest ins Haus. Oh, guck dir, guck dir, guck. Ja,
Guckidi-Guckidi-Guh, hör doch auf mit dem Gigurre, da kann man doch nicht nachdenken. Guckidi-Guckidi-Guh. So. Da muss ja ein Mensch blöd werden, wenn er nichts anderes hört als wie Guckidi-Guckidi-Guh. Wenn du schon mit ihm redst, dann red was Gescheites mit ihm. Was soll ich denn mit ihm reden? Ja, was er brauchen kann fürs Leben, nicht? Na, Puh, was möchtest du mal werden? Pfarrer oder Doktor? Geh jetzt mal, hör auf, du machst ihm ja Angst. So, und jetzt nein, in die frischen Damastringen. Halt, nicht so schnell. Zuerst müssen wir feststellen, wem der kleine Ausreißer gehört. Ja, wo willst denn das feststellen? Gell, verstaunst. Ja. Das sag ich dir, der ist noch nicht geboren. Im Unter-, Ober- oder Mitteldorf, den man einem Dr. Leo Stadler einfach vor die Haustür legt, quasi inkognito. Da glaubst du, der hat hinten ein Monogramm drauf? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, aber es gibt kein Hinterteil in unserer Gegend bei uns heraus, dem ich nicht schon eine intramuskuläre Spritze verpasst hätte. Lass mal auf noch, komm. Was denn? So, weil so ein Hinterteil sagt oft mehr über einen Menschen aus als sein Gesicht. Ah! Ah, das schau her. Dieser Knabe ist zumindest weitläufig mit dem alten Gaudinger verwandt. Der da so ein Hinterteil gehabt, so ein verkniffenster alte Geizkragen. Und den seine Tochter, wen hat die geheiratet? Die Therese Gaudinger, jetzt warte mal. Damals war ich ja fast nur ein Kind. Ja, Kind von 18, 19. Du warst doch selber als Brautjungfer bei der Hochzeit. Du, jetzt fällt's mir ein. Ein Gruber hat's geheiratet, Maximilian. Aber nicht aus Liebe. Sondern wegen Geld. Das ist zwar nicht so schön wie die Liebe, aber es fällt mir nicht. Der Gruber hat solche Überraschungen. Sag mal, hat der nicht auch heiratsfähige Tochter? Eine im richtigen Alter für seinen neunfündigen Feldritt? Ja, die Trude, aber die kann es nicht gewesen sein. Und warum kann es nicht gewesen? Ja, weil die gar nicht hier ist. Sie ist irgendwo im Allgäu in der Hotelfachschule. Brauchst bloß noch sagen, seit 9 Monaten, dann glaube ich, dann sagst du was. Ja, im September ist gegangen, glaube ich. Aber ihr Vater war dagegen. Aha, passt schon. Die Mutter hätte mir. Jetzt fällt nur der Vater. Ja, schau doch mal die Bratzen an. Händchen. Händchen. Da, schau her. Die Bratzen. Die können zupacken wie ein Schraubstock, da. Na, und das Kind, da kannst du mal einen Heuschuber drauf bauen. Ja, ja, das ist der alte Holzapfel vom Sägewerk. Also ich werd verrückt, das ist ja die reinste Hexerei. Na, das ist rein wissenschaftlich, Vererbungslehre, Evolution heißt man das. Schau dir doch selber an. Ja, was soll jetzt das wieder heißen? Nix. Aber ich weiß bei unserem Vater, dass ich keine Schönheit sein kann, seitdem ich mich rasieren muss. Okay, ich muss mich nicht rasieren. Das ist eine Verleumdung. Herr Mienchen, so warst du nicht gemeint. Schau, du bist die beste Schwester, die sich ein Mann nur wünschen kann. Mhm. Aber dich hätte ich trotzdem nie geheiratet. Ja. Und doch haben wir auf unsere alten Tage noch ein Kind gekriegt. Und wenn es nicht zum Lachen wäre, dann wäre es zum Heulen. Ich rekapituliere. Der Gruber hat eine Tochter und der Holzapfel hat einen Sohn. Ja, den Hannes. Aber der kann es auch nicht gewesen sein, weil er auch nicht da ist. Mhm, das haben Väter so an sich, dass sie nicht da sind. Wo ist er denn, wenn ich fragen darf? Na ja, soviel ich weiß, bei den Gebirgsjägern in Kempten. Atascha, Herr, wer sagt's denn? Unser Bubi ist also ein waschechter Allgäuer. Hätte ich mir gleich denken können, aus dem Allgäu ist noch nie was Gescheites gekommen. Wieso? Ich denke, da bist du immer jedes Jahr zur Kur. Ja, eben deswegen. Die Schönheiten des Allgäus sind für mich Schwitzpackungen, Arztrechnungen und Fencheltee. So, jetzt mach die fertig, wir müssen weg. Ja, wohin? Das Kind braucht ein Zuhause und eine Mutter. Und die vor allen Dingen. Guckidi, 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 du. Den Frock. Maximilian, versündig dich nicht. Komm, setz dich hin. Ich mich versündigen? Wenn sich hier einer versündigt, und zwar himmelschreiend an deine Tochter. Hotelfachschule. Warum habe ich es nicht immer gesagt? Das ist nichts rechts und kann nichts rechts werden. Aber die Damen wollen eben hoch hinaus. Landwirtschaft ist ja nicht mehr gut genug für die Damen. Und der Eigen mit seinen 98 Hektar Hof passen Damen auch nicht. Da muss das schon ein Gebirgsjäger sein, mit nichts als Autos im Kopf. Ein Holzapfel auch noch. Wo man der Holzapfel das Jahr schon wieder den Schützenkönig weggeschossen hat. Na. Und noch einmal, na. Ein Holzapfel würde mal nicht auf meinem Hof sitzen, hast du gehört? Nur über meine Leiche. Ja, wenn du weiter so rumbrüllst und dich aufregst, dann geht das schneller, als du denkst. Ja, das war echt gerade recht.
Der Alte stirbt am Infarkt und die Witwe verkuppelt die einzige Tochter an einen Gebirgsjäger-Mechaniker, der nichts hat und nichts ist. Ist ja gut, ist ja gut. Ich hätte es mir ja gleich denken können. Weil dir zählt ja sowieso bloß, wie viel Stück Vieh einer im Steuer hat oder wie viel Acker das er hat. Genau, weil was einer hat, das hat er. Es soll ja aber Leute geben, die haben es nicht bloß im Steuer, sondern im Kopf. Und im Herz. So wie ich. Kopfweh und Herzreißen. Jetzt komm an, jetzt ist endlich, es wird ja alles kalt. Nein, mag nicht. Mag überhaupt nicht mehr. Ach, Max. Also klar, für was hab ich geschuftet und gackert ein Leben lang. Alles zusammengehalten. Kein Stück Land verkauft, auch in den schlechten Zeiten nicht. Den neuen Stall baut mit Schikanern. Für wen? Für wen, frage ich dich? Ja, für mich nicht. Für deinen Sohn. Aber leider Gottes bin ich halt keiner geworden. Jetzt red doch keinen Schmarrn. Bub oder Mädel, du warst uns immer recht. Ja, dir vielleicht. Aber meinem Vater nicht. Ach. Nie. Ein Buben hätte er wollen. Ich bin das einzige Mädel, das hat schon mit 13 Jahren Traktor auseinandernehmen und wieder zusammenbauen können. Das hat er mir beigebracht aus lauter Verzweiflung. Ja, und was hat man davon? Jetzt ist es 18 und kommt mit so einem Automechaniker daher. Ich brauche einen Erben. Ein Enkelsohn. Und zwar schnell. Sofort. Lang mache ich das nämlich nicht mehr. Ja, Kind, was ist denn? Das ist ja zum Herzerbarmen. Also, Max, jetzt ist aber Schluss. Rudi, komm. Jetzt gehst und legst dich hin. Ich komm nachher und wir werden die Sache schon in Ordnung bringen. Das wäre ja nicht zum ersten Mal, oder? So, jetzt gehst du in dein Zimmer auf und beruhigst dich, gell? So. Ja, wenn das ein Witz sein soll, ist ein ganz übler. Gott bewahre, mit dir wäre ein Witz machen, wo du Humor hast wie ein Ochs Milch. Das ist der Bub. Du? Ja, du hast dir doch immer gewünscht, oder? Schon, aber nicht von dir. Jetzt nehme ich alles zurück. Das ist doch Humor, wenn er so trocken ist, dass er halt staubt. Das ist dein eigen Fleisch und Blut. Den Buben hat dein Trudi mir vor dir gelegt. In der Verzweiflung wahrscheinlich. Also ich tät ihn nehmen. Ist ja ein herziger Bub. Und schreien wird eigentlich ganz normal. Ja, was hat er denn? Ist er krank? Ein Mordshunger wird er haben. Ja, der zahlt was. Er schafft Zeiten. Hast du gehört, was der Doktor gesagt hat? Der Bub hat Hunger. Maxl, was ist denn? Ich bin ja da. Jetzt gebe ich dir nicht mehr her. Also, gewickelt habe ihn. Stehen müssen schon selber, gell? Maxl. Was der Maxl? Ja, Maximilian. Was das gehört? Maximilian. Wir. Da brauchst du gar nichts einbilden, du Rabengroßvater, du. Du hast das nötig. Du glaubst doch. Also, bevor du jetzt witzig wirst, geh lieber heim. Aber jetzt gib's nicht mehr her, gell? Na. Und sagst dem Hannes einen schönen Gruß, ein Holzapfel fällt nicht weit vom Stamm. Und lasst euch von dem Komiker dann ins Korn zertrampeln, gell? Guckadi, 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 gell. Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, er schaut mir ähnlich. Komm, Hermine, jetzt geh mir über den Hunger. Thank you.
Da muss das schon ein Gebirgsjäger sein, mit nichts als Arthas im Kopf. Ein Holzapfel auch noch. Wo man der Holzapfel des Jahr schon wieder den Schützenkönig weggeschossen hat. Na, na. Und noch einmal, na. Ein Holzapfel würde mal nicht auf meinem Hof sitzen, hast du gehört? Nur über meine Leiche. Ja, wenn du weiter so rumbrüllst und dich aufregst, dann geht das schneller, als du denkst. Ja, das war ich gerade recht. Der Alte stirbt am Infarkt. Und die Witwe verkuppelt die einzige Tochter an einen Gebirgsjäger-Mechaniker, der nichts hat und nichts ist. Ist ja gut, ist ja gut. Ich hätte es mir ja gleich denken können. Weil dir zählt ja sowieso bloß, wie viel Stück Vieh einer im Steuer hat oder wie viel Acker das er hat. Genau, weil was einer hat, das hat er. Es soll ja aber Leute geben, die haben es nicht bloß im Steuer, sondern im Kopf. Und im Herz. So wie ich. Kopfweh und Herzreißen. Jetzt komm, Mann, jetzt ist endlich, es wird ja alles kalt. Nein, mag nicht. Mag überhaupt nicht mehr. Ach, Max. Also, wo? Für was habe ich geschuftet und gackert ein Leben lang? Alles zusammengehalten. Kein Stück Land verkauft, auch in den schlechten Zeiten nicht. Den neuen Stall baut mit Schikanern. Für wen? Für wen, frage ich dich? Ja, für mich nicht. Für deinen Sohn. Aber leider Gottes bin ich halt keiner geworden. Jetzt red doch keinen Schmarrn. Bub oder Mädel, du warst uns immer recht. Ja, dir vielleicht. Aber meinem Vater nicht. Na. Nie. Ein Buben hätte er wollen. Ich bin das einzige Madel, das hat schon mit 13 Jahren Traktor auseinandernehmen und wieder zusammenbauen können. Das hat er mir beigebracht aus lauter Verzweiflung. Ja, und was hat man davon? Jetzt ist es 18 und kommt mit so einem Automechaniker daher. Ich brauche einen Erben. Einen Enkelsohn. Und zwar schnell. Sofort. Lang mache ich das nämlich nicht mehr. Ja, Kind, was ist denn? Das ist ja zum Herzerbarmen. Also, Max, jetzt ist aber Schluss. Rudi, komm. Jetzt gehst du und legst dich hin. Ich komm nachher. Und wir werden die Sache schon in Ordnung bringen. Das wäre ja nicht zum ersten Mal, oder? So, jetzt gehst du in dein Zimmer rauf und beruhigst dich, gell? Dinger. Und das ist keine schöne Vorstellung. Jetzt hast du wieder recht, Brust. Deine Nerven möchte ich haben. Kommst spät und trinkst seelenruhiger Bier. Oh, ist gut für die Stimmbänder. Nichts schmiert die so gut, als wenn ein Bier vom Fass. Röslein, 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 ja, so ist es. Nichts geht mehr. Früher, da hätte ich einen Karusa an die Wand gesungen. Und jetzt soll ich nicht einmal mehr so wie gehen. Ja, ja. Es ist halt alles nicht mehr das. Wir können halt zum alten Eisen, Albert. Ja, schon, aber dass wir die Stimmbänder einrosten, wo ich mein ganzes Leben lang keinen Tropfen Wasser an sie habe hinkommen lassen. Ja, der Clemens, wenn's wüsste, er hätte mich schon längst aus der Harmonie rausgeschmissen. Ja, ja, hört er das nicht? Oh.
der Schax. Mimikry heißt man das, Imitationskunst, gell, der Schax? Mimikry? Ja, so steht's in Hellerbrunn, im Tierpark. Der Clemens meint, ich bin der Bariton, dabei bin ich ein Chamäleon. Aber nicht weiter so, gell? Ja, was hätte ich denn machen sollen? Stell dir mal vor, kein Freibier mehr, keine Hochzeiten mehr, kein Schützenverband mehr, kein Feuerwehrball mehr und keine Beerdigungen mehr. Ja, das darfst nicht überleben. Ein Leben ohne Freibier. Du sagst es überdeutlich so und jetzt hinein ins Vergnügen. Halt, 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 der Notenbierl. Ah ja. Bittchen, du Chamäleon, du Hinterfotzix. Brot geht vor Kunst, oder? Oder Bier... Mich an die Front versetzt, nach Polen. Aber ich sehe den Brief noch, den ich gekriegt habe von ihr. Die Tinten war ganz verwaschen mit Tränen. Sie kriegt ein Kind. Das hätte man machen sollen. Sie hat keine Leib mehr gehabt, habe ich es zu meinen Eltern geschickt. Ja, und damit es im Dorf kein Gerede gibt, haben wir gesagt, wir hätten heimlich geheiratet. Wir hätten. Verstehst? Ja, und würde ich dann 45 wieder kommen bin, da war es zum Heiraten zu spät. So, das heißen, willst du damit sagen, dass, genau. dass ich... Bei dir ist nur der Doktor echt und der Eugen. Der Gesser, der ist rein hypothetisch. Ich bin ein uneheliches Kind. Ja, so kann man es auch nennen, ja. Ja, Eugen, das ist ja entsetzlich. Wie heiße ich denn dann? Rein juristisch bist du eine Frau Franticek. Das ist nämlich der Mädchenname von deiner Fräulein Schwiegermutter. Geh, Thomas, zeig doch der Beate Bulldog von, ja? Ja, gern. Komm. Ja. So ist es. Mein ganzes Leben habe ich da drunter gelitten, Eugen. Glaub es mir. Magst du noch vielleicht ein Stückchen Kuchen? Franticek. Dr. Franticek. Das ist ja ein Skandal. Name ist Schall und Rauch. Es gäbe allerdings schon noch eine Möglichkeit. Ja? Und die wäre? Ja, das kommt aber ganz allein auf dein Fräulein Schwiegermutter an. Auf mich? Falls du, wenn ich um deine Hand anhalten tät, ja, sagen das. Aber sei vorsichtig, ich bin immer der Jüngste und ich habe auch schon meine Mucken. Okay, Schorsch. Da wäre ja die erste Frau, die am goldenen Hochzeitstag einen Heiratsantrag kriegt. Also, was ist, ja oder nein? Ja, geht denn das überhaupt? Was täten denn dort Leute sagen? Keine Sorge, Mutter, die ganze Angelegenheit kann ich diskret in München arrangieren. Seine reine Formalität. Jetzt habe ich auch Kopfweh. Ja, also, Moment. Bei der Formalität ist noch ein kleiner Haken dran. Das frisch vermählte Ehepaar möchte nämlich seine Flitterwochen zu Hause auf seinem Hof verbringen. Solange wir leben. Es versteht sich doch von selber, Herr Gesser. Ja, so gefallen Sie mir schon viel besser, Herr Dr. Franticek. Und wenn du brav bist, könnte ich mir vielleicht sogar eine Adoption vorstellen. Oh nein. Oh doch? Diskret, versteht sich. Und das mir. Du bist ein ganz... Thank you.
du jetzt pass auf. Ich fahr gleich wieder weiter, weil bis ich da einen Parkplatz finde, weiß ich, jetzt sind wir da im Flieger schon. Ja, ja, ist schon recht. Ohne uns können die sowieso nicht abfliegen. Also kümmern die jetzt nicht, sondern kümmern die um die Bertha auf. Vergiss nicht, die muss zum Arzt, sonst kriegst du die Mercedes. Ja, da braucht's länger als drei Wochen, bis der sich den Ruf und den schaffen kann. Also Mama, pfiat dich gut und pass auf mit der Sonne. Ultraviolette Strahlung, das nur so kalt. Ultraviolett? Mei, oh mei. Paul, meinst du, wir sollten dir aber nur... Nix da, wer A sagt, muss auch B sagen. So schnell kommen wir und so billig geht nach Teneriffa. So, und jetzt geh, Bub, fahr doch heim bis zum Meck, sowieso schon spät. Ja, also, Pfiat dich. Und du sauf nicht so viel. Die Paul, fliegen die alle mit uns? Ja, ich denke schon, in so einem modernen Flugzeug passen ja hunderte von Leuten ein. So viel wie in unser Bierzelt auf der Kirchweihallerwein. Hast du die Fahrkarte? Ja, da. Ja, lass Stecker, bis wir dran kommen, ist sowieso der halbe Urlaub vorbei. Hey, Sie? Ja? Fliegen Sie auch nach Teneriffa? Ja, leider. Alles andere ist ja ausgebucht. Was denn leider? Da sollen Sie doch einen ewigen Frühling haben. Ja, eben, aber keinen Sommer. Ich habe Tunis gebucht und bin auf Teneriffa gelandet. Overbooking. Aber was? Booking. Die belegen die Sitze etwas über, weil die meisten abspringen, kurz vorher. Was, vom Flugzeug abspringen? Aber nein, von ihren Reiseplänen. Ach, jetzt muss ich mir aber mal die Nase pudern. Halten Sie mir mein Plätzchen frei? Ja, ja. Passen Sie bitte auf meine Sachen auf. Ja, ja. Du, Paul, was hat die jetzt gesagt? Nix. Bloß, dass wir vielleicht nicht da landen, wo wir hinwollen. Ja, wo dann? In Overbooking. Kennst du das? Nein. Paul, ich möchte wieder heim. Na. Wenn ich aber möchte. Das ist mir wurscht. Jetzt glaubst du mal, wenn du nicht verreisen willst, warum machst du dann das damische Ressel in der Fernsehzeitung und gewinnst dann noch einen ersten Preis? So, wir denken. Flugkilometer. Mir ist ja mein Teufel sagen, wenn wir ausgerechnet auf dem 127 Millionsten Flugkilometer drauf sitzen. Dann, aber oder? Wenn? Aber wenn, aber wenn. Wenn wir Traumreise gewonnen und kein Absturz. Also. Ab habe diese Reihenrunde nach New York, Ausgang 7. Die Voucherweise ist 100 to New York, Gate 7. Da sind Sie ja wieder. Ja, danke fürs Aufpassen. Ja, bitteschön. Eine Unverschämtheit, das. Wissen Sie, was hier ein Kaffee kostet? Na? 3,50 Mark. Dafür kann ich mir ja die Bohnen aus Kolumbien einfliegen lassen. Halten Sie mal. Ja, gern. Ich möchte mir die Lippen nachziehen. Sie, Madame, Sie sind dran. Ach, also dann bis Teneriffa. Ja. Paul, liebst du mich noch? Ja, schon. Warum? Ich meine nur, ob du mich noch liebst. Ja, war ich sonst da? Was glaubst du, für wen ich das alles auf mich nehme? Für mich? Für mich? Ja, natürlich. Ach, dann ist's gut. Ich hab schon gemeint, es hätte dir eine Freude machen. Aber wegen mir brauchst du nicht den Urlaub, gell, Paul? Und wenn du mich lieb hast wie früher, dann gehst du jetzt mit mir heim. Bitte. Also gut, Traumreise ade. Aber das eine sage ich dir. Heim geht's nicht. Nicht? Ja, ja, wohin dann? Jetzt setz dich da her. Lass mich nur machen. Gib mir noch mal die Fahrscheine her. So, komm gleich wieder. Letzte Laufruss wie 714 nach Düsseldorf, Ausgang 10. Last call wie 514 to Düsseldorf, geht dann. So, und hier haben Sie eine Bestätigung für Ihre Fernsehzeitung. Ja. Ich nehme an, die werden Ihnen den Betrag schon ersetzen. Ja, das hoffe ich. Danke. Bitte. Wiederschauen. Wiederschauen. So, jetzt kommen wir. Auf geht's, Frau Dagelfinger. Es gibt eine Traumreise, aber nach Hause machen Art. Ich kann mir keine Sekunde aus den Augen lassen. Schon bandelt's mit dem Mannsbild an. Paul, das ist ein ganz armer Mensch. So jung und ein Hörgerät auf beide Ohren. Okay. Also, wenn wir uns jetzt beeilen, können wir zum Mittagessen schon da sein. Wo? Oh. Das wirst du dann schon sehen. Die Heimat ruft. So, bitteschön, der Herr. Wo stimmt da? Dankeschön. Sind Sie frei? Ja, freilich, immer. Ja, bitteschön. Bitteschön. So, die Herrschaften, wo sollst du denn hingehen? Was kostet nach Unterzauching? Aber, Sie, das sind ja mindestens 150 Kilometer. Sagen wir 120 für Sie, wenn es schnell geht. Gebunkt. Ja, und sind Sie nett. Such uns doch eine schöne Musik. Was fürs Herz, wissen Sie, wir sind in Urlaub.
Mein ganzes Leben habe ich da drunter gelitten, Eugen. Glaub es mir. Magst du noch vielleicht ein Stückchen Kuchen? Franticek. Dr. Franticek. Das ist ja ein Skandal. Name ist Schall und Rauch. Es gibt allerdings schon noch eine Möglichkeit. Ja? Und die wäre? Ja, das kommt aber ganz allein auf dein Fräulein Schwiegermutter an. Auf mich? Falls du, wenn ich um deine Hand anhalten tät, ja, sagen das. Aber sei vorsichtig, ich bin immer der Jüngste und ich habe auch schon meine Mucken. Okay, Schorsch. Da wäre ja die erste Frau, die am goldenen Hochzeitstag einen Heiratsantrag kriegt. Also, was ist, ja oder nein? Ja, geht denn das überhaupt? Was täten denn dort Leute sagen? Keine Sorge, Mutter, die ganze Angelegenheit kann ich diskret in München arrangieren. Seine reine Formalität. Jetzt habe ich auch Kopfweh. Ja, also Moment. Bei der Formalität ist noch ein kleiner Haken dran. Das frisch vermählte Ehepaar möchte nämlich seine Flitterwochen zu Hause auf seinem Hof verbringen. Solange wir leben. Es versteht sich doch von selber, Herr Gesser. Ja, so gefallen Sie mir schon viel besser, Herr Dr. Franticek. Und wenn du brav bist, könnte ich mir vielleicht sogar eine Adoption vorstellen. Oh nein. Oh doch? Diskret, versteht sich. Und das mir. Du bist ein ganz gerissener Hund, weißt du das? Ja, von irgendjemand muss das ja haben. Hm? Also von mir nicht. Nein, aber von mir. Kommen Sie, mein Fräulein, wenn es auch keine goldene Hochzeit ist. Goldene Verlobung ist ja ganz was Rares. Darf ich bitten, Frau Franticek? Ein Witz sein soll, ist ein ganz übler. Gott bewahre, mit dir wäre ein Witz machen, wo du Humor hast wie ein Ochs Milch. Das ist der Bub. Du? Ja, du hast dir doch einmal gewünscht, oder? Schon, aber nicht von dir. Jetzt nehme ich alles zurück. Das ist doch Humor, wenn er so trocken ist, dass er halt staubt. Das ist dein eigen Fleisch und Blut. Den Bub hat dein Trudi mir vor dir gelegt. In der Verzweiflung wahrscheinlich. Also, ich tät ihn nimmer. Ist ja ein herziger Bub. Und schreien wird eigentlich ganz normal. Ja, was hat er denn? Ist er krank? Ein Mordshunger wird er haben. Ja, der zahlt was. Herrschaftszeiten. Hast du gehört, was der Doktor gesagt hat? Der Bub hat Hunger. Maxl, was ist denn? Ich bin ja da. Jetzt gebe ich dir nicht mehr her. Also, gewickelt habe ihn. Stehen müssen schon selber, gell? Maxl. Was der Maxl? Ja, Maximilian. Hast du das gehört? Maximilian. Wir? Da brauchst du gar nichts einbilden, du Rabengroßvater, du. Du hast das nötig, du Glauberstorch. Also, bevor du jetzt witzig wirst, geh lieber heim. Aber jetzt gib's nimmer her, gell? Nein.
Und sagst dem Hannes einen schönen Gruß, ein Holzapfel fällt nicht weit vom Stamm. Und lasst euch von dem Komiker dann ins Korn zertrampeln, gell? Guckadi, 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 guckadi. Okay. Also, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, er schaut mir ähnlich. Komm, Hermine, jetzt gehen wir über den Hunger. Der Tag wäre schon vorbei. Bub, merkt dir eins fürs Leben, werd nicht alt. Wen die Götter lieben, den lassen sie früh sterben. Das haben schon die alten Griechen gewusst. Ich bin ja schon 12. Was, schon 12? Stell dir vor, so ein Hund, das wird bloß 2 Jahre alt. Dann legt es keine Eier mehr und kommt in den Suppentopf. Du, ich hab der Tante Eier mitbringen müssen. Leg deine nimmer. Nein, eben. Aber ich bring's nicht fertig, ihn in den Hals umzudrehen. Weißt, wenn man selber zu nichts mehr taugt, dann kriegt man so eine Art Mitgefühl. Hm? Gottes Namen, gehen wir halt. Ui, ein Geschenk für Tante. Aha. Was ist denn da drin? Das möchtest du jetzt wissen, gell? Es ist etwas, das jede Frau sich wünscht. Und irgendwann kriegt's auch jede. Die eine früher, die andere später. Der Hedwig hat es halt ein bisschen länger dauert. Wie spät haben wir es denn? 5:05. 5:05? Tja, Hexe Eisenbahn. Wie ich meinen Sohn, den Herrn Rechtsverdreher, kenne, kommt er auf die Minute pünktlich. Also schon ein bisschen Hand anlegen hättest du schon können. Was machst du überhaupt die ganze Zeit im Stall? Am liebsten würde er den ganzen Tag im Stall bleiben. Da drin ist ja ein Narrenhaus. Ja, was? Für mich? Ja, für die Frau, die ein Leben mit mir geteilt hat. Und die dabei immer den kleinen Teil erwischt hat. Das ist so eine Art ausgleichende Gerechtigkeit. Geh schon, Schritt, du kein Unsinn. Du warst mir immer ein lieber Mann. Fast immer. Aber so ein großes Paket, das wäre doch nicht nötig gewesen. Es war bitter nötig. Aber möchtest du es nicht auspacken, bevor die ganze liebe Familie daherkommt? Ja, wenn du meinst. Schorsch! Ja, mei, hast du den Verstand verloren? Ja, aber schon vor 50 Jahren, wie ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Verschwendung. Seitdem du mir das Rauchen abgewöhnt hast und ich nur noch eine Flasche Bier am Tag zugeteilt krieg, da schwimme ich im Geld. Jetzt braucht man bloß noch das Essen austreiben, ja, dann können wir uns vielleicht sogar am Farbfernseher leisten. Geh, Schorsch. Der Doktor hat's dir doch verboten, nicht ich. Ja. Ich pass bloß auf, dass du schön brav bist. Wenn mich so die Frau Staudinger sieht, also die wird Geld vor Neid. Geschorsch, doch jetzt nicht, da fehlt doch dann ein Stückchen. Mach's doch bloß auf den Tellerbein, das merkt kein Mensch. Stopp, Bub, nimm auch ein Stück. Danach kommst du nämlich nichts kurz. Okay. So. Vorleiter, und der muss nicht singen. Der fuhrwerkt nur mit seinen Händen in der Luft rum. Oswald, wie soll ich das verstehen? Ganz einfach. Wenn der Albert nicht mehr singen kann und wir ohne den Albert nicht mehr singen wollen, dann kann er doch immer noch unseren Dirigenten mimen. Oh, was meinst du, Albert? Ja, solange ich hinten hochbringe, schon. Der Albert, ein Dirigent. Komm, Oswald. Du musst ja nur lachen. Über. Der Albert kann doch eine G-Dur von einer A-Dur nicht mehr unterscheiden, oder? Ja, das macht doch nichts. Wir singen doch sowieso alles in der niedrigsten Tonart. Weil wir alle nicht mehr so hoch kommen. Ja, leider. Also, Kameraden, was meinst du? Der Clemens soll einen Bariton machen, anstatt vom Albert. Und der Albert macht unseren Dirigenten. Wer dafür ist, soll die Hand heben. Sauber.
Sauber. Ich hab geglaubt, ihr seid meine Freunde. Jetzt sei nicht beleidigt, Clemens. Schau, ein Mehrheitsbeschluss ist eben verbindlich. So steht's in die Statuten. Und außerdem kannst du doch unseren Schriftführer machen. Und da kannst du dann komponieren, so viel du willst. Albert, komm. Komm. Geh weiter. So. Danke. Bitte. Also, ich danke euch schön für das Vertrauen. Es treibt einem fast das Wasser in die Augen. Ihr komischer Klangkörper, ihr komischer. Ja. Na. Ich schreite jetzt zu meiner ersten Amtshandlung als Chorleiter. Eine Viertelstunde Pause. Jetzt geh weiter, Clemens. Die paar Jahre muss man heute halt noch gönnen. Ne? Das ist der Untergang, Albert. Ein Klangkörper ohne musikalischer Kopf. Lieber ein Klangkörper ohne Kopf als ein Klangkörper ohne Herz. Weil singen tut man mit dem Herzen. Verstehst? Stimmt, und jetzt trinken wir Bier, jetzt sollte man es. Geh weiter. Also, na, Prost. Prost. Was ist mit dem Alter. Zwei, drei. Die Sonne geht am Wald drinnen. Ich sang die Wolken ruhig. Ja, gut, genau so. Also, Bariton alleine, wie gesagt, noch einmal von vorne. Eins, zwei, drei und... Nun ade, du mein lieb Heimatland, lieb Heimatland, ade, nun ade. Ja, sowas. Da Albert. Wer hätte sowas denkt? Immer das große Mal, wenn es ums Drumherum reden geht, gell? Aber beim Singen nichts wie heiße Luft. Ja, also, meine Herren, ich glaube, wir sind uns einig, ein Bariton, der nicht singen kann, hat bei der Harmonia nichts mehr verloren. Das tut mir leid, Albert. Aber da ist nichts zu machen, das steht in den Statuten. Albert, jetzt sag was. Was soll ich sagen? Es geht halt nicht mehr. Jedenfalls danke ich dir und dem Herbert, dass Sie all die Jahre doppelt für mich mitgesungen haben. Das ist doch klar. Die ganzen Jahre? Ja, sag einmal, wie lange schon hast du uns alle und die Kameraden hier so im Fern betrogen? Na ja, also, beim Gründungsfest, nicht? Das wollte ich nicht auslassen. Weil ich ja sozusagen ein Gründungsmitglied bin und das hat ja keiner gemerkt, außer Oswald und dann Herbert und die haben für mich mitgesungen und weil es sonst keiner gemerkt hat, habe ich halt weitergesungen, beziehungsweise imitiert. Ja, schau, also die Harmonia und die Kameraden, was war ich denn ohne euch, nicht? Ja, mein Albert, das tut mir leid, aber wir müssen alle mal ausscheiden und scheiden tut halt einmal weh. Moment mal, Clemens, nicht ganz so schnell, gell? Also, Kameraden, ich finde, wir sollten abstimmen. Genau. Was heißt denn da abstimmen? Das steht alles fein säuberlich in den Statuten. Du, wo kommen wir denn da hin, wenn wir für jeden eine Extrawurst machen? Das, von wem sind denn die Statuten? Vom lieben Gott vielleicht? Von uns sind's doch. Und wenn wir alle der einhelligen Meinung sind, dass wir den Albert brauchen, schon rein optisch, und wenn ohne den Albert die Harmonia bloß noch ein Chor und kein Verein von Freunden und Gleichgesinnten mehr ist, dann muss man eben die Statuten ändern. Jawohl! Ruhe! Ruhe, sag ich! Also, das ist ja nicht zu fassen. Könnt ihr mir vielleicht sagen, was ein Chormitglied bei einem Chor soll, dass ich mehr singen kann? Ha? Ein Chorkameraden ist heute halt mal darauf angewiesen, dass er aus Singen besteht. Oder ein Kaninchenzüchterverein besteht aus Kaninchenzüchtern, nicht wahr? Ein Skatverein aus Skatbrüdern, ein Kegelclub aus Kegelbrüdern, ein Feuerwehr aus Feuerwehrmännern. Ist doch logisch, oder? Mit einem Unterschied, Clemens. Ein Chor besteht nicht nur aus Sängern. Sondern? Ein Chor hat auch einen Chorleiter und der muss nicht singen. Der fuhrwerkt nur mit seinen Händen in der Luft rum. Oswald, wie soll ich das verstehen? Ganz einfach. Wenn der Albert nicht mehr singen kann und wir ohne den Albert nicht mehr singen wollen, dann kann er doch immer noch unseren Dirigenten mimen. Ja. Oh, was meinst du, Albert? Ja,
Solange ich die Hände noch hochbringe, schon. Der Albert, ein Dirigent. Geh, komm, komm, Oswald. Du musst ja nur lachen über... Clemens, weißt du, was mit dir kommt? Nein, aber ich komme aus Denga. Und das ist gar keine schöne Vorstellung. Jetzt hast du wieder recht, bloß. Deine Nerven möchte ich haben. Kommst spät und trinkst seelenruhiger Bier. Oh, ist gut für die Stimmbänder. Nichts schmiert die so gut, als wenn ein Bier vom Fass. Röslein, Röslein, Röslein. Aube. Ja, so ist es. Nichts geht mehr. Früher, da hätte ich einen Karusa an die Wand gesungen. Und jetzt soll ich nicht einmal mehr so wie gehe. Ja, ja. Es ist halt alles nicht mehr das. Wir können halt zum alten Eisen, Albert. Ja, schon, aber dass wir die Stimmbänder einrosten, wo ich mein ganzes Leben lang keinen Tropfen Wasser an sie abhinkommen lassen. Der Clemens, wenn's wüsste, er hätte mich schon längst aus der Harmonie rausgeschmissen. Ja, ja, hört er das nicht? Mimikry heißt man das, Imitationskunst, gell, der Schax? Mimikry? Ja, so steht's in Hellerbrunn, im Tierpark. Der Clemens meint, ich bin der Bariton, dabei bin ich ein Chamäleon. Aber nicht weiter so, gell? Ja, was hätte ich denn machen sollen? Stell dir mal vor, kein Freibier mehr, keine Hochzeiten mehr, kein Schützenverband mehr, kein Feuerwehrball mehr und keine Beerdigungen mehr. Ja. Das darfst nicht überleben. Ein Leben ohne Freibier. Du sagst es überdeutlich so und jetzt hinein ins Vergnügen. Halt, halt, halt. Der Notenbierchen. Ah ja. Bittchen, du Chamäleon, du Hinterfotzix. Brot geht vor Kunst, oder? Oder Bier vor Kunst. Ja, ja, jetzt hört's mal. Brautjungfer bei der Hochzeit. Du, jetzt fällt's mir ein. Ein Gruber hat's geheiratet, Maximilian. Aber nicht aus Liebe. Sondern wegen Geld. Das ist zwar nicht so schön wie die Liebe, aber es freut mich nicht. Der Gruber soll ich überwaschen. Sag mal, hat der nicht auch heiratsfähige Tochter? Eine im richtigen Alter für seinen neunfündigen Feldritt? Ja, die Trude, aber die kann es nicht gewesen sein. Und warum kann es sie nicht gewesen sein? Ja, weil die gar nicht hier ist. Sie ist irgendwo im Allgäu in der Hotelfachschule. Brauchst bloß noch sagen, seit 9 Monaten, noch glaube ich, dann sagst du was. Ja, im September ist gegangen, glaube ich. Aber ihr Vater war dagegen. Aha, passt schon. Die Mutter hätte mir. Jetzt fehlt nur der Vater. Ja, schau doch mal die Bratzen an. Händchen. Händchen. Da, schau her. Die Bratzen. Die können zupacken wie ein Schraubstock. Da. Na, und die Skin, da kannst du mal einen Heuschuber drauf bauen. Ja, ja, das ist der alte Holzapfel vom Sägewerk. Also ich werd verrückt, das ist ja die reinste Hexerei. Nein, das ist rein wissenschaftlich. Vererbungslehre, Evolution heißt man das. Schau dir doch selber an. Ja, was soll jetzt das wieder heißen? Nix. Aber ich weiß bei unserem Vater, dass ich keine Schönheit sein kann, seitdem ich mich rasieren muss. Okay. Ich muss mich nicht rasieren. Das ist eine Verleumdung. Herr Mine, so warst du nicht gemeint. Schau, du bist die beste Schwester, die sich ein Mann nur wünschen kann. Mhm. Aber dich hätte ich trotzdem nie geheiratet. Ja. Und doch haben wir auf unsere alten Tage noch ein Kind gekriegt. Und wenn es nicht zum Lachen wäre, dann wäre es zum Heulen. Ich rekapituliere. Der Gruber hat eine Tochter und der Holzapfel hat einen Sohn. Ja, den Hannes.
Aber der kann es auch nicht gewesen sein, weil er auch nicht da ist. Mhm, das haben Väter so an sich, dass sie nicht da sind. Wo ist er denn, wenn ich fragen darf? Na ja, soviel ich weiß, bei den Gebirgsjägern in Kempten. Ah, da schau her, wer sagt's denn? Unser Bubi ist also ein waschechter Allgäuer. Hätte ich mir gleich denken können, aus dem Allgäu ist noch nie was Gescheites gekommen. Wieso? Ich denke, da bist du immer jedes Jahr zur Kur. Ja, eben deswegen. Die Schönheiten des Allgäu sind für mich Schwitzpackungen, Arztrechnungen und Fencheltee. So, jetzt mach die fertig, wir müssen weg. Ja, wohin? Das Kind braucht ein Zuhause und eine Mutter. Und die vor allen Dingen. Guckidi, 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 du. Den Frock. Maximilian, versündig dich nicht. Komm, setz dich hin. Ich mich versündigen? Wenn sich einer versündigt, und zwar himmelschreiend an deine Tochter. Hotelfachschule. Warum habe ich es nicht immer gesagt? Das ist nichts rechts und kann nichts rechts werden. Aber die Damen wollen eben hoch hinaus. So wie du dich aufhörst in den letzten Jahren. Aus dem Gemeinderat hat man dich entfernen müssen. Wenn die Hornochsen Hallenschwimmbad haben müssen. Verhaftet haben sie dich wegen Landfriedensbruch. Das war eine Bürgerinitiative. Ein Oberlehrer haben sie auch verhaftet. Aber dich haben sie in die Psychiatrische gesteckt, weil du gedroht hast, die Brücke in die Luft zu jagen. Ja, die Idioten. Umgehungsstraße bauen durchs schönste Tal. Die Welt ist verrückt, nicht ich. Ja, immer sind die anderen schuld. Immer die anderen. Ich und die Mutter und das ganze Dorf. Na, Vater, dann bleibt mir keine andere Wahl. Dann muss ich dich eben zu deinem Glück zwingen. Als dein Sohn kann ja sowieso auf die Auszahlung von meinem Erbteil klagen. Ah ja, klagen. Tja, Frau, jetzt muss ich meine letzte Ass aus dem Ärmel ziehen, wenn der Herr Sohn schon meint, er hat alle Trümpfe in der Hand. Geh, Schorsch, was redst denn doch, jetzt? Doch. Es geht um Sein oder Nichtsein. Und bevor mir der Herr Rechtsvertreter das Dach über den Kopf und meinen Seelenfrieden wegspitzfindisiert, soll er lieber der nackten Wahrheit ins Gesicht sehen. Was soll denn jetzt das schon wieder heißen, ha? Mutter, was meint er denn? Geh, Schorsch, das kann man doch alles in gutem Einvernehmen regeln, schau. Sag jetzt nichts, was dir nachher vielleicht leid tut. Im Gegenteil, mit dem größten Vergnügen unter diesen Umständen. Geh, Schorsch, an unserem heutigen goldenen Hochzeitstag. Die lass doch jetzt die Zigarren. Lieber rauchen und husten, als nicht rauchen und trotzdem husten. Geh, Mutter, lass ihn doch, der weiß doch nicht mehr, was er redet. Siehst du das? Ich hab schon einen Paragraph, ich kann machen, was ich will. Mir kann keiner. Also. Jetzt pass mal auf, mein Sohn. Schon in die 30er Jahre, da haben sie mich eingezogen nach München in die schwere Reiterkaserne. Und da habe ich Merl kennengelernt. 18 Jahre. Hedwig hat es geheißen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ja, und dann haben wir heiraten wollen. Und dann haben sie mich an die Front versetzt, nach Polen. Aber ich sehe den Brief noch, den ich gekriegt habe von ihr. Die Tinten war ganz verwaschen mit Tränen. Sie kriegt ein Kind. Das hätte man machen sollen. Sie hat keine Leib mehr gehabt, habe ich es zu meinen Eltern geschickt. Ja, und damit es im Dorf kein Gerede gibt, haben wir gesagt, wir hätten heimlich geheiratet. Wir hätten. Verstehst? Ja, und würde ich dann 45 wieder kommen bin, da war es zum Heiraten zu spät. So, das heißen, willst du damit sagen, dass, genau. dass ich... Bei dir ist nur der Doktor echt und der Eugen. Der Gessert ist rein hypothetisch. Ich bin ein uneheliches Kind. Ja, so kann man es auch nennen, ja. Ja, Eugen, das ist ja entsetzlich. Wie heiße ich denn dann?